Vergangenen Freitag öffnete die HTL Grieskirchen ihre Klassenzimmer für Besucher. Neben spannenden Vorführungen gab es auch einen Einblick in die Bildungsinhalte der Schwerpunktbereiche Informatik und Medizininformatik. Ich freue mich sehr, dass wir heute viele Besucher haben und dass wir zeigen können, was wir bieten können, welche Fachrichtungen wir haben und wo die Ausbildung schließlich endet. Ja, der Tag der offenen Tür ist die Möglichkeit, wirklich einmal einen Einblick in das Schulleben, in die einzelnen Fächer zu kriegen. Wir haben wirklich in jedem Informatikfach, aber auch in die anderen praktischen bzw. theoretischen Fächer was vorbereitet. Experimente in Chemie, wenn was explodiert zum Beispiel, wirklich hautnah, dass man das miterleben kann. Wie es bei uns in der Schule so abläuft, wie es funktioniert, was kann ich mir unter Programmieren vorstellen und wie geht das Ganze überhaupt. Schulen gibt es viele, dennoch hat die HTL Grieskirchen den meisten etwas voraus. Auf der einen Seite ist sicher das Fachgebiet Informatik ein recht zukunftsträchtiges, logischerweise, aber gerade die Schule, würde ich sagen, sticht heraus unter den Bewerbern dadurch, dass sie so klein und familiär ist. Man kann jeden Lehrer am Gang was fragen. Also man kommt als Lehrer den Schülern nicht aus und das finde ich ja sehr gut. Man kennt sie, man redet miteinander, egal ob man jetzt in die erste Klasse geht oder ob man in die fünfte Klasse geht. Die Wahl der weiterführenden Schule will gut überlegt sein. Interesse für den Fachbereich ist da oberste Voraussetzung. Die Voraussetzungen sind wie in jeder Oberstufe, also neue Mittelschule, gut absolviert haben. Man sollte Interesse daran haben, auch ein bisschen zu basteln. Also auch als dieses Bastelgehen sollte man in der EDV drinnen haben. Grundsätzlich Motivation und Freude, ein bisschen am Lernen natürlich auch. Also es sind keine großen Vorkenntnisse nötig, es wird wirklich von der Pike auf begonnen. Damit sich Erstklässler in der Anfangsphase gut zurechtfinden, helfen Schüler aus höheren Klassen. Die Peers, die sind für die jungen Schüler da, die was gerade an der HTL kommen. Und wir sollten einfach Ansprechpersonen für die Schüler sein. Unter anderem führen wir auch Workshops mit den Schülern durch, die was die Klassengemeinschaft stärken sollen. Unterstützung kommt auch aus einschlägigen Unternehmen. Wir haben diese Patenschaft jetzt seit, glaube ich, 4 oder 5 Jahren und haben uns die Klasse bis zur Matura begleitet. Wir haben immer wieder Vorträge gehalten, die Klasse hat uns besucht. Unsere Diplomarbeit ist in Kooperation mit der Energiegenossenschaft Efferding gemacht worden. Die hervorragende Synergie aus Schülern, Lehrern und der Wirtschaft ist damit noch ein Grund mehr, der HTL Grieskirchen bei der Schulwahl besondere Aufmerksamkeit zu schenken.